Gut, also was wir noch auf jeden Fall machen müssen, ist natürlich das Ganze noch ausschmücken. Das ist klar. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines. Mein Name ist Ed von netgaming.tv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An diesem wunderschönen Platz Erde hier, wo wir letztens die, das Universitätsgelände gebaut haben. Was wir eventuell später nochmal ein bisschen ausschmücken werden. Eventuell hier und da nochmal ein bisschen was hinbasteln. Je nachdem, ja, ich habe mir überlegt, diesen Part machen wir folgendes. Ich habe ja beim letzten Mal auch schon hier die neue Hauptstraße gezogen, zu dem neuen Gebiet hier am Fluss und so weiter. Da werden wir dann ansetzen, beziehungsweise da werden wir heute ansetzen, denn ich habe mir überlegt, die Nachfrage ist so hoch, da machen wir doch ein neues Gebiet draus, inklusive einen schönen großen Park dann eventuell, der hier sich wunderbar anbieten würde, so eine Art Central Park. Ich werde mir das Gebiet gleich mal ein bisschen markieren. Ungefähr so, damit ich weiß, hier soll der Park noch hin. So. Na komm. Zack. Gut. Das passt. Wunderbar. Auf geht's. Nennen wir es gleich mal um. Central Park. Bop. Dann weiß ich Bescheid. So. Entschuldigung, lass uns mal schauen, was wir jetzt hier haben. Erst einmal geht es ja darum, wir müssen diesen, ja, diesen hässlichen Kreisverkehr erstmal schmücken. Was haben wir denn da? Wir hatten hier so mal hübsche Sachen. Passt der hier rein? Ja, da passt sogar hier rein. Der passt auch da rein. Den haben wir schon, das weiß ich. Wie ist mit dem aus? Den haben wir auch schon. Ja. Oh, irgendwas Schickes. Was ist denn das hier für ein Ding? Och, der ist ja klein. Ist ja noch kleiner. Das ist ein bisschen zu klein für meinen Geschmack. Ich war der Meinung, bei den Straßen hin wäre auch noch irgendwas gewesen. Lass mal schauen. Hatten wir hier nicht noch was? Nee. Hier ist nix. Okay. Dann definitiv. Lass mal schauen, was wir da nehmen. Der ist mir eigentlich zu klein. Der passt in den kleinen Kreisverkehr rein. Den haben wir ja, glaube ich, auch hier irgendwo. Da. Obwohl, da ist ein Wendepunkt. Das ist nicht so prickelnd. Das ist eigentlich zu klein, ne? 6x6 ein Obelisken. Na, ich weiß nicht. Haut mich jetzt noch nicht so vom Hocker, muss ich ehrlich sagen. Ich scroll nochmal durch. Ich war bei der Meinung. Nee, hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Ich hatte doch noch was gesehen gehabt, war ich der Meinung. Na egal. Nehmen wir halt das, was wir haben. Und setzen da mal was rein. Lass mal gucken. Hier, was ist das denn? Spyro. Nehmen wir doch das. Füllt das Ganze doch ganz gut aus. Zack. Dann passt das. Sieht optisch auch gut aus. Ich starte mal hier. Damit es mal zwischendurch weiterläuft. Inklusive Geld und so weiter. Wasser, Strom, alles tippitoppi. Sehr schön. Okay. Ja. Machen wir hier erstmal. Beziehungsweise ich werde das erstmal modifizieren. Warte, Wasserstrukturen. Ich will hier nämlich einen Kai hin haben. Einmal ringsherum, wenn es geht. Na. Ah, okay, sehr gut. Damit das nämlich hier wunderbar aussieht. Seitdem wir diese Kais reingebracht haben,
Sieht das richtig toll aus. Kann man richtig schön was draus machen. Na, komm schon. Küste benötigt. Hast du mich verkackeiern? Hm, gehst du nicht? Och, komm schon. Das wäre jetzt aber mal ganz doof. Oder müssen wir dich mal auf sowas schalten, ne? Außerhalb der Stadtgrenzen. Okay, dann eben hier hin. Zack. Hm, komm schon. Schließ doch da an. Warum gehst du denn nicht? Und da passt er dann nicht. Grrr, das ist aber doof. Dann reißen wir nochmal was ab. Wäre gelacht, wenn wir das nicht auch noch irgendwie hinkriegen. Na also. Jetzt passt es. Wunderbar. So stelle ich es mir vor. Gut. Ja, dann können wir theoretisch jetzt anfangen, die ersten Gebiete hier hinzubauen. Eine 6er-Spur, die wandeln wir um mal in eine 4er-Spur. Und die führt genau da lang, schön am Wasser. Lass mal schauen, das passt nicht ganz. In Ordnung, lassen wir so. Da kommen dann die großen Gebäude hin. Ja, passt das hier? Nee, nicht ganz. Schade. Didi. Aber das kriegen wir hin. Lass mal schauen, dass wir es eventuell... Nee. Passt nicht. Okay. Müssen wir mit klarkommen. Machen wir es so. Ich will das nämlich hier eigentlich genau an dem Kai entlang führen, diese Straße. Sieht eigentlich schöner aus. So, machen wir ein bisschen einen Bogen rein. Auch mal so. Ja, es ist natürlich klar, dass man es nicht so hundertprozentig hinkriegt. Was natürlich schade ist. Aber mein Gott. Was soll's. So. Führen wir das Ganze mal hier am Berg entlang. Allgemein sehr viel Berg und Tal hier. Aber das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde es ganz cool. So, da hinten bauen wir kleine Gegenden auf. Habe ich mir so überlegt. Passt nicht. Warum nicht? Warum passt du nicht? Machen wir so. Machen wir mal ein bisschen weg von dem... sag jetzt mal... nur geraden Straßen. Finde ich auf Dauer ein bisschen langweilig. Und deswegen machen wir das Ganze mal ein bisschen mit mehr gebogenen Straßen. Hier hinten wird es halt ein bisschen ruhiger. So außerhalb der Stadt, sage ich mal. Und hier hinten dann tobt dann das Leben. Hier kommen die großen Häuser hin und hier hinten die kleinen Sachen. So. Mal so. So. Quasi so eine Art Vorort. So. Ja. Nutzen wir das Ganze mal hier so ein bisschen. So. Zack. Und zack. Kriegen natürlich hier auch noch Park und so weiter hin, das ist ja klar. Gut. Gut, Herr Knut. Dann machen wir hier mal ein bisschen Gelände voll. Und zwar alles, was hier geht. Zumindest hier hinten so. Zack. Und zack. Zack, zack.
zack. Zack. Und zack. Das Ganze geht dann bis, naja, sagen wir mal, schon so hier. So, die kleinen Gebäude. So. Okay. Dann brauchen sie natürlich hier hinten auch eigentlich ein Verkaufsgebiet. Halt, das passt mir hier noch nicht. Das passt mir noch nicht so ganz hier. So. Kleines Verkaufsgebiet kann man ja noch nach hier hinlegen. Machen wir auch. So, lass mal schauen. So, einmal hier so lang. Hier so rausführend. Dann kann man hier noch ein bisschen... So. Ja, doch, passt wunderbar. Dann kommt jetzt hier nämlich noch ein kleines Werbegebiet hin. Und dann können Sie hier einkaufen, wenn Sie wollen. Wenn Sie wollen. So. Zack. So. Kleine Gebäude. Alles klein und fein. Ja, ich weiß, Leute, ihr braucht Wasser. Ist mir klar. Kriegt ihr ja auch. Ist doch gar kein Thema. So. Und dann müssen wir uns auch mal so... eigentlich bald mal so den Kopf drüber machen. Ob wir nicht langsam mal anfangen mit einer Zugverbindung. Schaden tut's mit Sicherheit nicht. So. Das passt. Gut. Tja, das Thema Strom. Wie machen wir es am effektivsten? Da wäre eine Möglichkeit. Oder wir gehen von hier aus rüber. Das ist doof. Das ist momentan echt doof. Na gut, machen wir es anders. Nehmen wir momentan mal die die großen Strommasten. Führen sie mal hier rüber. Können wir ja später wieder abreißen. Dann haben die nämlich Strom. Und ja, mal sehen, was sich jetzt hier entwickelt. Lass mal laufen. Kriegen sie Strom. Wunderbar. Feuerwehr brauchen wir auch hier. Feuerwache. Oh, die ist ja riesengroß. Dafür reicht eine kleine eigentlich. Löschfahrzeug 6. Obwohl, wir nehmen hier mal das moderne, oder? Kostet 60.000. Kosten 1000 und hat mehr. Dann nehmen wir die hier. Die setzen wir hier am besten mit an die Hauptstraße. Zack. Das sollte helfen. Krankenhaustechnisch brauchen wir auch nochmal was. Städtisches Krankenhaus. Können wir auch mal dran denken. Ein Hospital. Ist mir eigentlich alles zu unschön. Was ist denn das hier? Lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Ein großes Life Center Hospital. Riesenklopper. Ein Riesenklopper. Mit... Ja, komm. Da müssen wir auf jeden Fall... Ja, das müssen wir anders machen. Müssen wir gerade haben. Zack. Das Hospital
soll ja schon gewürdigt werden. Hier rein? Was meint ihr? Ja, komm. Kommst du dahin? Okay, Strom, Strom. Also gut, wir haben jetzt Feuer, Krankenhaus, aber noch keine Polizei. Okay, was haben wir denn hier alles? Eine Menge. Gefängnis hätten wir auch. Nehmen die normale Polizeiwache. Machen wir mal hier mit ran. Das macht sie auch glücklicher. Hier fehlen Arbeiter. Das ist ja der Wahnsinn. Und wo haben wir das Problem mit Strom? Ach, da. So. Zack. Läuft auch. Gut. Wie sieht's mit Schule aus? College sind wir ausgelastet. Ist in Ordnung. Was ist das hier? Film School, University. Wir wollen hier eine normale nehmen. Was ist das denn? European High School, Academy, Gym, Newcastle University. Ich will keine Universität. Ich will nur mal gucken auf den normalen. Zeig mal. Ja, Grundschule wäre eine Idee. Oberschule. Grundschule am Wasser? Oder? Hier hinten? Ach komm. Grundschule, sieht's mit Oberschule aus? Sieht noch gut aus. Universität sowieso. Alles klar. Wunderbar. So. Zentralfriedhof. Krematorium. Oha, da haben wir ein Problem. Da müssen wir jetzt mal anlegen. Ist das hier ein Krematorium? Ich weiß es gerade nicht. Müssen wir mal austesten. Leg's mal an. Ja, das ist ein Krematorium. Ein Riesending. Aber okay. In Ordnung. Allerdings wollte ich das Ding nicht unbedingt da haben. Was ist das hier? Eine Krypta. Friedhof. Pharmazie. Wo ist denn das normale Dings? Das ist ja doof. Lass mal gucken. Irgendwo haben wir doch auch die normale Krypta. Ne, das Krematorium. Das finde ich nämlich eigentlich ein bisschen stylischer. Das Ganze dann neben einem Friedhof. Den wir nochmal anlegen. Hier oben. Zack. Oh Leute, die Zeit vergeht schon wieder. Das ist der Hammer. Zack. Dann werde ich mal dieses Ding hier abreißen. Ja, Wasser fehlt, ist klar. Keypool kriegst du doch gleich. So. Und hier macht alles Pling-Pling. Brauchen wir natürlich noch einen Friedhof. Daneben. Wo bist du denn? Halt, das war das Verkehrte. Hier ist das Richtige. Standardfriedhof. Zu groß. Ist nicht wirklich was. Was haben wir denn hier? Zentralfriedhof. Zu groß. Friedhof. Friedhof 2. Ach komm. Dann passt das auch.
genau. Hau mal weg. So, hier hinten. Alles klar. So, du willst noch mehr Zeugs haben? Schön. Dann gehen wir bis hierhin mal damit so ran. Und dann wächst das. Und dann springt da auch der Strom über. Sollte das Problem beheben. Was ist hier los? Blöden Ampeln. Das ist ein Kreisverkehr. Da gibt es keine Ampeln in dem Sinne. Oh, großartige Stadt. Juhu! Das heißt, wir können noch mehr bauen. Mach mal hier die Kreuzungen raus. Weil die sind einfach nur lästig. Finde ich. Und blockieren unnötigerweise den Verkehr. Gut, also, was wir noch auf jeden Fall machen müssen, ist natürlich das Ganze noch ausschmücken. Das ist klar. Komm, gib mal Gas hier. Damit das überspringt. Das Ganze natürlich noch ausschmücken und natürlich erweitern, das ist klar. Wollt ihr sowieso dann hier diesen großen Park noch legen. Und dann geht es hier eigentlich weiter mit der Großstadt, sage ich jetzt mal, mit den richtig großen Gebäuden. Hier soll das dann zentral so sein. Wow. Was ist denn hier los? Alter. Geile Gebäude schon. Guckt euch das mal an. Hammer. Mega. Wobei die hier eigentlich gar nicht... Hallo? Gar nicht hier so groß sein sollten. Ich gehe nochmal runter auf Stufe 2. Die werden wir wieder runtersetzen. Die sind mir ein bisschen zu hoch. Mach die mal alle ein bisschen kleiner. Aber die ist auch ein bisschen kleiner. Tut mir leid, dass wir die ein bisschen runtersetzen müssen, aber so große Häuser hier. Beziehungsweise... Muss nicht sein. Nicht da beim Einkaufszentrum. Man sieht ja kaum noch die Einkaufsläden. Und das geht nicht. So. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen. Wir sind für heute fertig. Denkt ans Feedback, ans Abo, wenn ihr mögt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei City Skylines. Macht's gut. Euer Ed von ItGaming.tv. Bye, bye.